Also es ist die Bauabnahme des ZDF. Die fangen jetzt an aufzubauen und prüfen jetzt, dass alles das, was der Veranstalter übernommen hat, an Materialbeschaffung und so in Ordnung ist, der Bau abgenommen ist und sicher ist. Und so, dass sie jetzt ihre Kabel legen können, ihre Kameras aufbauen können und die Wegen anschließen können. Bist du informiert, wie viele Kameras jetzt noch das ZDF hier auf die Strecke bringen wird? Ich habe irgendwas von 16 gehört, aber ich bin nicht ganz so sicher. Aber ich schätze schon mal, dass es sowas sein wird. Die letzten Schwierigkeiten sind jetzt beseitigt worden. Wir haben gerade mit dem TÜV Nord noch einmal die Notstromanlage in der Eventfläche abnehmen lassen müssen. Es wurde ein Probelauf gemacht, der kleine Schwierigkeiten bereitete, aber die Schwierigkeiten sind durch die Firma Vohwinkel beseitigt worden, die ganz, ganz aktiv hier auf dem Gelände ist und hilft, wo sie helfen kann und auch einen Einsatz leistet, der eigentlich nicht normal für eine solche Firma ist. Immer wieder an allen Ecken und Kanten kneift es mal ein klein wenig, aber das ist ja auch die Herausforderung der ganzen Veranstaltung, vor allen Dingen auch der Vorbereitung. Die Anspannung lässt bei uns jetzt nach, weil wir haben jetzt alles dort, wo es sein soll. Wir werden natürlich die nächsten Tage ständig vor Ort sein, um dann das auch hundertprozentig sicherstellen zu können, dass auch der letzte Tropfen Wasser auch an die Sportler kommt. Was wir tun wollen, ist, dass die Menschen, die hier paddeln, die Athleten, die Parakanuten und auch die anderen im Mittelpunkt stehen und das Gefühl haben, hier tatsächlich die Stars einer großen und wichtigen Veranstaltung zu sein. Alle sind zufrieden. Es gab bisher nur Lob. Und das ist aus meiner Sicht schon fast außergewöhnlich. Aber wir hoffen, dass es so weitergeht.